Hallo, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde vom COH-Turnier von Euer Two-Tide bzw. der Ocelot. Mein Gegner diese Runde, muss ich gerade nachgucken, ist Helmut Tut, irgend sowas in der Richtung. Sagen wir einfach mal Helmut. Und wir spielen auf Semois. Da kann ich noch kurz was sagen zu den Regeln zur Kartenbestimmung. Und zwar gab es einen gewissen Map-Pool, aus dem die Karten gewählt werden konnten, und wir haben nacheinander eliminiert, wobei der Horst zuerst eliminiert hat. Und im Endeffekt kommt dann halt eine Karte dabei raus, die dann für alle drei Spieler allerdings gespielt wird. Genau. So lief das ab. Und ja, im Endeffekt sind wir jetzt hier halt bei Simoa gelandet, Es wird bei Zeit, dass wir den der Deutschen eine Lektion erteilen. ersten Runde war es ja Angoville, war es rausgekommen. So, ich war jetzt der Host, weil ich dann im Turnierbaum wohl oben stand, weil ich das erste Spiel, meine erste Runde ja gewonnen hatte und dann noch als erster den Sieger wohl bekannt gegeben habe. Entsprechend bin ich dann hochgerutscht und hatte hier das Vergnügen, da als Ami zu starten. Egal, fangen wir erstmal einfach an und schauen uns das an. Ihr seht, dass der Pionier schon wieder weiter vorne ist. Ich probiere wieder meine Kiste mit den drei Pionieren. Und ich meine mich zu erinnern, dass es hier nicht wesentlich besser geklappt hat. Da sieht man auch einfach, das ist halt auch so eine Erfahrungskiste. Entschuldigung, ich bin ein bisschen sehr erkältet im Moment. Sollte man wahrscheinlich auch hören. So, es müsste langsam loslaufen. Ja, aber ich glaube, es ist ein bisschen zu nah noch dran. Das müsste ein Stück weiter vorne sein auch. Egal, schauen wir mal am Ende. Hier. Wie auch immer, der ersten Pionier habe ich direkt hier hingeschickt, also ich will wieder Munition haben. Oh, ne, es wird wieder ein bisschen nicht klappen. Wobei 260, ja, ist wahrscheinlich schon recht guter Annäherungswert. Doch, kann man so stehen lassen. Seid doch mal leise, Bin Leute. ich recht zufrieden mit. Genau, Munition zuerst cappen. Größere Punkte brauchen ja länger, um erobert zu werden. Entsprechend dann hier den Punkt zuerst, den ich erobere. Der wird dann halbwegs passend fertig, so dass die Verbindung hier hergestellt ist. Man sieht, dass es hier wesentlich schneller geht. Bei dem Punkt, der nur ein bisschen Arbeitskraft gibt, diese plus 3, der ist im Grunde sofort da. Und ja, die Jungs sind immer noch nicht fertig, obwohl die früher angefangen haben. Auch der Laufweg ist natürlich weiter, also entsprechend habe ich mich dann hier für den Punkt entschieden. Einer geht hier rüber. Das ist der letzte Pionier, der holt sich hier diesen 10er Treibstoff, den mit mittlerem Bestand direkt bei der Basis. Und dann kommt mein Rifleman. So, hier ist auch schon der Kollege Gegner. Hier geht es jetzt darum, wer kommt so schon, zuerst ins Haus. Derjenige gewinnt den Kampf. Da hat er ein bisschen gepennt. Da muss man auch dazu sagen, dass ein besserer Gegner da in der Regel das Rennen gemacht hätte, weil er es rechtzeitig einfach gesehen hätte. Ich gehe sofort jetzt auch raus. Ich würde den Kampf hier gerne an der Stelle gewinnen, damit ich hier in Ruhe Punkte erobern kann. In Ruhe Punkte erobern kann. Und entsprechend hole ich mir jetzt mit dem Punkt hier den Ver mit dem Punkt, ah, mit dem Pionier den Verbindungspunkt. Ach, schrecklich. So, hier haben wir den ersten Kampf zwischen den Hauptkampfeinheiten, sage ich mal, den Volksgrenadier und den Riflemen. Ich habe mir recht viel Schaden genommen, sogar einen Mann verloren. Ein bisschen ungewöhnlich eigentlich, da ich hier ja eigentlich überlegen sein sollte aus der Bewegung heraus. Was er jetzt hier macht, ist allerdings ein Fehler. Denn hier kann man das jetzt gut zeigen. Hier aus diesem Haus können nur zwei Einheiten schießen, einmal da und einmal da. Bei mir können fünf schießen. Und die stehen außerdem noch, bis auf den einen Wildmann hier hinten, alle in der schweren Deckung. Es kommt hier leider der nächste Trupp, deshalb muss ich weg, weil der schießt von der Seite rein. Da gilt meine Deckung nicht mehr, auch wenn sie angezeigt wird. Ansonsten hätte ich diesen Kampf ja klar für mich entschieden. Jetzt kommt allerdings auch meine Verstärkung, dann können wir gleich nochmal einen zweiten Anlauf machen. Müssen aber ein bisschen vorsichtig sein, weil jetzt ist er derjenige, der aus dem Stillstand rausschießt. Den Punkt hier wollte ich auf jeden Fall noch so haben. Ziemlich viel Schaden noch kassiert in dieser kurzen Zeit, mit hier in Deckung gestellt. Und jetzt kommt hier der Versuch, wieder ein bisschen Boden gut zu machen. Das ist durchaus riskant. Ich habe mich dann hier jetzt auch umentschieden und überlegt, dass ich mir hier einen größeren Gefallen tue, wenn ich mich hier hinstelle. Hier unten den Pionier habe ich, glaube ich, sogar getötet, oder? Nee, der ist retreated.
Hat's geschafft. Ihr seht auch, dass recht viele Leute zu doof sind, die Deckung richtig zu nutzen. Die drei dürfen keine Deckung mehr bekommen. Bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher. Der könnte hier die mittlere bekommen durch diese komischen Tische, was da rumsteht. Hier haben wir jetzt auch ein MG, das heißt, es hat auf jeden Fall noch Schussreichweite bis hierhin. Seht ihr jetzt auch, es schießt dahin. Entsprechend muss ich mich zurückziehen. Also kein so ein glücklicher Kampf für mich jetzt hier. Es war halt auch der Nachteil, dass der Rifleman schon ziemlich beschädigt war. Auch dieser kleine Moment hier eben, als er da mit seinen Truppen reingekommen war und von der Seite mal reingehalten hat, das hat recht viel Leben einfach gekostet. Und das ist für mich ja zu Beginn auch nicht ersetzbar. Ich habe mich jetzt für schnelle Granaten entschieden, nach drei Riflemen. Hier kommt er mit dem MG. Ich weiß gar nicht, ob er schießen kann. Ich glaube, er hat hier einen Fehler gemacht und das so aufgebaut, dass es in die Hecke reinguckt. Ja, dem dürfte so sein. Dafür klaue ich ihm jetzt auch den Treibstoffpunkt an der Basis, den er auch, glaube ich, nie mehr zurückerobert hat, wenn ich mich richtig erinnere, was auch nicht so eine gute Entscheidung ist. Auch da sieht man wieder, dass ich da, denke ich, der etwas bessere Spieler war in diesem Setup hier. Ja, auch ein bisschen jetzt hier zu Flanken aufgestellt. Wir kommen von hier, wir kommen von da. Wir könnten auch noch von hier hinten kommen, wenn wir noch ein bisschen warten würden. Aber wir können es auch lassen. Hier stelle ich mich jetzt einfach auf den Friedhof. Da gibt es überall jede Menge schwere Deckung. Ihr seht das hier, die ganzen wunderbaren Grabsteine. Da kann das MG auch ruhig schießen. Das ist nicht so schlimm. Das Doofe ist nur, dass MG hat sich anders überlegt und ist hier am Schießen gewesen. Die Granate hier hat trotzdem ganz gut gesessen. Da sind schon ein paar Leute umgefallen. So 1-2 zumindest. Das ist ganz okay. Was ich jetzt auch bald brauchen werde, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, meine Leute zu heilen. Weil das ist wirklich ein bisschen sehr, sehr hart an der Grenze jetzt. Hier ist ein kleiner Fehler, den hätte ich eigentlich noch ein bisschen durchaus da lassen können. Auch wenn man sieht, wie riskant das hier ist. Wäre vielleicht... Ja, muss man überlegen. Jetzt die Granate in die Kirche. Vielleicht mal ganz kurz Pause, was das angeht. Hat er auch gut gemacht. Hier ist rechtzeitig rausgegangen. Dürfte dadurch, glaube ich, keinen Schaden bekommen haben. Ist immer ein bisschen so eine Sache... Da spielen einige Faktoren eine Rolle. Eine davon ist die Position. Wenn wir jetzt nochmal von der Situation hier eben ausgehen. Ja, also das heißt, mein Trupp steht hier und der Gegner sitzt da drin. Dann werden die Einheiten des Gegners immer versuchen, sich so zu positionieren, dass möglichst viele schießen können. Das heißt in dem Fall in diesem Bereich des Hauses hier. Die stehen dann auch hier, auch wenn sie nicht schießen können, aber sie stehen halt da. Und wenn ich jetzt eine Granate von hier... reinwerfe, dann werde ich wahrscheinlich etwa drei Einheiten treffen. Das spielt also eine Rolle, wie die Einheiten sich in diesem Gebäude positioniert haben. Würde jetzt einer, angenommen hier würde nur einer stehen und alle anderen vier hier in dem Bereich, dann würde die Granate einen viel geringeren Schaden machen. Das heißt also, die Position und die Größe des Gebäudes entsprechend spielt eine Rolle. Deshalb sind die Granaten gegen die Kirche eigentlich auch eher ineffektiv, weil es ein riesen Gebäude ist und weil die Einheiten recht stark über das gesamte Gebäude verteilt sind. Entsprechend ist dann der Schaden, den eine Granate macht, relativ gering. Ja, das war der Heuschober. Auch schön. Naja, warum nicht? So, jetzt haben wir aber trotzdem noch vier Riflemen. Genau, ein bisschen Heilung wäre dann wirklich mal angeraten. Ja, hier... Das dürfte man dann doch irgendwie gewinnen. Okay, er hat ihn doch zurückerobert. Habe ich ihm Unrecht getan. Aber ich meine mich an irgendein Spiel zu erinnern, wo ich den Punkt hier auch hatte, wo kein Gegner... Oder, was heißt, wo kein Gegner... Wo der Gegner ihn sich niemals wieder zurückgeholt hat, was ich recht verwirrend fand. Aber okay. Offenbar nicht in diesem Spiel der Fall gewesen. Macht aber nichts. Flammenwerfer ist am Start. Dann unterbinden wir mal diese Rückeroberung. Hat er auch sehr gut gesehen, sich zurückgezogen. Glaube ich auch überhaupt keinen Schaden kassiert. Das war also okay. Das Lustige ist, ich habe tatsächlich eine so gute Möglichkeit, hier überall Punkte auf der Map zu erobern, dass meine Pioniere gar nicht dazu kommen, sich zurückzuziehen. Erst jetzt mal einer und entsprechend spät kommt dann auch hier die Haltstation. Wenn ich die dann mal irgendwo bewege. Ja, sehr schön. Dürfte jetzt hier das nächste Projekt sein. Die Ressourcen sind schon abgezogen und die wird dann irgendwo hier aufgebaut. So, und das ist der gute Gegner jetzt mit so ziemlich allem, was er hat, irgendwie unterwegs. Hier macht sich dann das, der schlechte Gesundheitszustand bemerkbar und ich ziehe mich auch doch lieber zurück. Hier habe ich noch einen Trupp, den möchte ich aber jetzt nicht alleine einsetzen. Ich habe hier einen, ich habe da einen. Da ist noch ein zweites MG, warum er das jetzt abgebaut hat, weiß ich nicht. Eventuell stand das falsch. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen schlecht, weil jetzt hängt er total in der Luft. Er hat dieses MG jetzt so aufgebaut, dass es bereits von zwei Seiten von Rifles flankiert ist.
Und das ist natürlich nicht so toll. Ach, da kann der noch hinschießen. Das ist natürlich wunderbar. Ja, die Granate kommt ein bisschen spät. Und dadurch, dass die jetzt hier noch unterdrückt sind, nicht gepinnt, unterdrückt sind, bekomme ich das im Geo nicht getötet. Auf der anderen Seite dürfte ich mir jetzt hier allerdings die Volksgrenadiere relativ einfach krallen können. Die sind in einer wirklich schlechten Position. Hier sieht man jetzt auch, hier hat er keine Deckung. Ich habe dagegen allerdings gleich Deckung an der Mauer hier und der bekommt wirklich sehr, sehr viel Schaden rein. Jetzt hier ziemlich schnell die Leute verloren und die Reaktion hier rumzulaufen ist vielleicht gar nicht schlecht, aber er sollte sich jetzt dann doch retreaten. Zumal es immer noch sein kann, dass er jetzt auch im Zuge dessen hier alles verliert. Und da ist er auch Nummer 1 auch tot, der hatte ja quasi gar kein Leben mehr. Den zweiten. Hier haben wir jetzt auch negative Deckung, das macht natürlich auch was aus. Ich habe ja noch den zweiten Trupp, gehe ihm ein Stück weit entgegen, sucht, dass das MG da ist. Sonst hätte ich ihn wahrscheinlich... Okay, ich habe ihn auch trotzdem bekommen. Okay. Das ist auch eine schöne Möglichkeit, wenn man einfach mal versucht, wenn man es irgendwie realisieren kann, den Gegnern den Retreat-Weg reinzulaufen. Ja, also, dass man eine Einheit da einstellt und man weiß, okay, da kommen die vorbei, da ist vielleicht auch noch negative Deckung, dass man die dann ein bisschen abräumt. Hat ihm jetzt in dem Fall hier 2 Volksgrenadiere gekostet, was ja durchaus eine Menge Holz ist. Denn allgemein gilt natürlich wie immer, man möchte Einheiten nicht verlieren. Es ist immer billiger, eine Einheit durch Refreshen, also Auffüllen der Personen hier, hier fehlt dann zum Beispiel einer, wieder auf volle Stärke zu bringen, als sie komplett neu zu bauen. Dazu kommt bei den Amerikanern natürlich noch dazu, dass die Einheiten Erfahrung sammeln durch Abschüsse und die geht dann natürlich auch verloren. Ja, ansonsten jetzt Tank Depot, die Map Control ist natürlich, ja, so ziemlich 1 plus mit Sternchen. Alles, was noch fehlt, ist der Punkt hier oben, das und das hier hinten. Ansonsten habe ich eigentlich alles. Also man kann eigentlich sagen, ich habe alles. Ihr seht mich jetzt auch nicht mehr, weil die Siegesmarke mir gehört, beziehungsweise der Punkt nicht mehr ihm. Ich denke mal, der wird sich jetzt auch zurückziehen, zwecks Heilung, oder? Lass ich den noch da. Man muss natürlich auch immer ein bisschen sehen, hier jetzt noch ein Flammenwerfer in Ausbildung, wie gut ist mein Gegner und was kann ich mir erlauben und was nicht. Also ein paar Sachen kann man wirklich nur dann bringen, wenn man weiß, okay, der Gegner, man kann den ja ein bisschen einschätzen, der weiß nicht drauf zu reagieren, dann geht das. Ja, ansonsten würde man es vielleicht eher lassen. Ja, jetzt ein Outpost. Das liegt einfach daran, dass ich recht viele Ressourcen habe. Ist auch so ein Indikator dafür, dass der Gegner jetzt nicht der Beste ist. Dass ich einfach Ressourcen für solche Spezies hier habe. Dadurch kommt mein Panzer dann natürlich einen Ticken schneller. Und ich kann so und so nichts Sinnvolleres mit den Ressourcen anfangen zurzeit. 90 Fuel, Treibstoff bräuchte ich für den Sherman, für den M4 Sherman. Und die fehlen noch ein bisschen. So. Nächster Versuch. In dem Fall nicht so ganz gelungen. Ich habe nicht unbedingt damit gerechnet, dass hier ein MG in dem Haus sitzt. Es lässt sich aber gegebenenfalls noch nachkorrigieren mit den Flanken, die jetzt überall kommen. Ihr seht, ich komme wirklich, wenn wir nochmal ganz kurz Pause machen und auf die Karte gucken. Ich habe eine Einheit, die von hier kommt. Ich habe eine Einheit, die von da kommt, die übrigens ganz bewusst hier in der Deckung lang geführt. Die sollte eigentlich das Ziel werden für dieses MG hier in der Kirche. Was, glaube ich, nicht so ganz funktioniert hat. Ich habe eine Einheit, die da kommt, die sind ja schon gepinnt und hier unten kommt auch noch eine Einheit, die, genau, da hat sich das MG dann entschlossen drauf zu schießen. Der Gegner ist jetzt natürlich in der schlechten Situation, dass er 2 T1 Einheiten verloren hat, was eine Menge Holz ist, und er sich bei dieser gigantischen Map Control definitiv Sorgen machen muss, dass Panzer von mir kommen. Entsprechend hat er jetzt hier den Panzergrenadier mit Panzerschreck und die Pack. Was durchaus in Ordnung ist gegen den Panzer, nur das Problem ist halt, der wird jetzt von den T1-Einheiten von mir überrannt, weil ihm da einfach Kampfkraft fehlt. Lassen wir mal weiterlaufen. Also das war nicht so ganz, das war noch nicht perfekt getimt, weil die hätten eigentlich gepinnt werden sollen. Ne? Die haben keinen Flammenwerfer, kein nix, die sollen einfach nur da sein und von dem MG gepinnt werden, dann wäre das okay gewesen. Stattdessen hat es leider die Jungs hier unten erwischt und auch die waren ja leider gepinnt, das MG kommt raus. Können wir mal gerade gucken, wo die Typen in der Kirche sitzen. Also das MG sitzt hier oben. Wo sind die Sidegunner? Da ist einer. Wo ist denn der zweite? Ist der hinter dem Fenster? Da ist keiner. Irgendwo muss der dritte Mann sich... Ah, hier hinten. Guckt euch das an, wo der sitzt. Ja, das macht aber Sinn, weil...
positionieren sich so ein bisschen in ihrer Standardposition, das heißt links und rechts vom Gunner. Und hier ist kein Fenster, hier ist kein Fenster offen, hier ist kein Fenster offen und da kann er erst da sitzen. Was natürlich ein bisschen bitter ist. Egal, ja, dann schießt er halt hier unten hin, ist auch okay. Ich laufe dann mit meinen Rifles hier einfach in den Rücken rein. Und dann hat er auch nichts mehr gewonnen. Ich mache die Pack leer. Jetzt kommt eine Granate, die habe ich gesehen und ich laufe raus. Die ist auch irgendwie sehr merkwürdig geflogen oder von ihm geworfen worden, ich weiß es nicht. Dass die Pack leer ist, ist aber sehr wichtig, gerade im Hinblick darauf, dass ich hier einen Panzer bauen will, was ich jetzt noch nicht tue, weil ich halt mit Kämpfen beschäftigt bin. Für Granaten gibt es ja wie gesagt immer so eine Wurfanimation, die werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich sehen. Genau, da kommt sie. In dem Fall sehr kurz. Hier habe ich seine gesehen, bin deshalb rausgelaufen. Er hat meine nicht mitbekommen und ja, jetzt laufe ich eigentlich nur noch hier wieder auf der Straße mit lang und versuche ihn da irgendwie zu erwischen. Aber der hat noch recht viel Leben, das wird also wahrscheinlich nicht so ganz klappen. Da ist jetzt der Panzer auch in Auftrag gegeben. Ein Crocodile ist es geworden. Hier hat er es gesehen rechtzeitig, sich zurückgezogen, entsprechend auch keinen Schaden genommen. Das war halt so gut. Aber alles in allem sieht man, denke ich, doch, dass der Vorteil da etwas auf meiner Seite liegt. Das habe ich natürlich auch gemerkt, aber nichtsdestotrotz bin ich auch jemand, der da, ja, sehr nervös ist, was diese Turniere angeht. Ich bin grundsätzlich irgendwie nervös. Ich bin nervös, wenn ich gegen jemanden spiele, den ich kenne. Es ist, ich weiß, die sind alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Interessanterweise macht es mir dafür eigentlich nichts aus, wenn mir jemand beim Stream zuguckt. Aber es liegt wahrscheinlich primär daran, dass ich es einfach vergesse. Also, verdränge, besser gesagt. Naja, egal. Also, Crocodile ist jeden Moment da. Was auch ziemlich geil gegen die Packers, denn der hat ja einen Flammenwerfer. Alles, was Flammenwaffen heißt oder Granaten, macht einen erhöhten Schaden gegen Einheiten, die in Deckung sind. Und wenn eine Einheit eine Pack ist, so wie sie hier, dann sehen wir, dass hier schon das Deckungssymbol angezeigt wird. Und diese drei wunderschönen Soldaten bekommen, nicht ganz ungerechtfertigterweise, hinter diesem Schutzschild von der Pack schwere Deckung. Und das heißt, die nehmen extra viel Schaden gegenüber dem Flammenwerfer vom Kollegen Crocodile. Hier habe ich übrigens mal ein Spiel verloren, weil die Wegfindung gebuggt hat und der Schirm an der Mauer hier hängen geblieben ist. Wo ich das gerade sehe. Das Räumschild. Ja genau, warum das Räumschild? Werden sich jetzt die einen oder anderen fragen. Wenn man es runter senkt kann, bekommt das Teil den Heavy Crush. Das heißt, der kann Panzersperren überfahren. Das ist aber nicht der Grund. Ich rechne jetzt hier nicht mit Panzersperren. Der Grund ist, dass dieser Flug dem... Wo ist denn da gerade wieder? Ach, hier vorne hatte ich den Pini gelegt. Auch nett. Dass der Sherman, wenn er dieses Teil hier vorne dran hat, mehr Leben hat. Ich glaube, es sind 15%. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Und wenn man die Munition hat, darf man das durchaus mal ausgeben. Ja, aber ich denke, zum Thema Flanken hat man jetzt in dem Spiel tatsächlich recht gut was gesehen, wie das Ganze aussehen könnte. John, jetzt fahren wir einfach mal in die Basis. Nein. Die Pack haben wir ja schon ausgeschaltet. Jetzt ist hier der Rechtsnachfolger, nämlich die zweite Pack. Ich fahre jetzt hier nicht hinterher, weil ich... Was mache ich? Ich sollte da weg. Genau, weil ich damit gerechnet habe, dass er sich hier positioniert. Das hat der Gegner sehr gut gesehen. Der ist wunderbar einfach nur rausgefahren. Vielleicht noch ein bisschen scheiße von mir. Ich jetzt ein bisschen nach hinten oder... Ich hätte eigentlich dahinter setzen müssen, ein Stück weit, weil da hätte er nicht nach hinten rausfahren können. Wenn er nach vorne rausgefahren wäre, wäre er dem Crocodile hier abgefahren. Ziemlich doof von meiner Seite aus. So, jetzt haben wir noch den zweiten Croc am Start und ja, der erste, der geht dann doch lieber nochmal sicherheitshalber ein bisschen nach Hause. Schade, dass man keine aufgebauten Waffen überfahren kann. Hier habe ich zum Glück noch einen Pionier, das heißt, da werden wir dann gleich mal gucken, was wir das Ganze hier ein bisschen instand setzen wieder. Hier ist jetzt, glaube ich, gleich mal wieder ein bisschen Granatentime. Auch hier seht ihr die Animation. Ich habe sie auch gesehen, laufe entsprechend raus. Ist ein bisschen ärgerlich, wenn das mit der Peer-to-Peer-Verbindung nicht so ganz klappt und wenn es entsprechend laggt, weil dann wird es verflucht schwierig, diesen Granaten auszuweichen. Da hat dann derjenige mit dem schnellen Internet durchaus auch einen Vorteil. Jo, hier hat er die Pack nachgezogen. Zum Glück habe ich das nach dem ersten Schuss auch mitbekommen.
Und fahre ich einfach noch ein bisschen weiter zurück. Hier kommt der Schirm Nummer 2. Einen Munitions-Outpost habe ich hier schon. Der seht ihr, dass hier oben der Punkt 16. Der da bringt dann 10 mehr, also 26. Bei dem Treibstoffpunkt sind es immerhin 8 mehr. Wenn man die Ressourcen hat, warum nicht? Und ja, über noch eine Off-Map würde ich mich sicherlich ganz gut freuen, weil dann könnte ich die Packs noch besser ausschalten. Na, die kommen jetzt, glaube ich, auch hier zum Reparieren. Aber alles in allem ist natürlich der Sieg jetzt hier nicht wirklich in Gefahr. Nie so wirklich gewesen. Und das ist auch im Moment nicht der Fall. Hier sieht man noch eine ganz interessante Sache, die Arbeitskraftzuführ. Also das Upkeep ist ziemlich im Keller. Das liegt daran, dass ich jede Menge Einheiten auf dem Feld habe. Jede Einheit kostet Upkeep. Nicht jede, die ersten paar sind umsonst. Schöne Granate, ja, 3 Kills. Vielleicht mal eine Veteranenstufe aufgegriffen. Genau, hier vorne Haubitze. Typische Haubitzenposition. Also baut da niemals eure Haubitze hin, es sei denn, ihr habt das Spiel schon gewonnen. Die kann 5-mal über die ganze Map jetzt schießen. Upkeep, genau. Also nicht. Hier kommt auch das GGS. Kann man mal gerade gucken, was die Haubitzen selber gemacht hat. Noch nicht so viel. Genau, ich wollte den Mörser, glaube ich, haben. Ja, nicht jede Einheit kostet Upkeep. Es gibt einen gewissen freien Spielraum, der allerdings nicht allzu groß ist. Allerdings auch unterschiedlich bei den Fraktionen groß. Ist auch nicht so wichtig. Das Entscheidende ist einfach, dass man als Amerikaner ziemlich einen Druck hat auf das Upkeep. Es sind dann 2 Packs. Und, ja gut, das war eh schon rum, aber ich glaube, jetzt verliere ich durch diese Aktion hier meinen Crocodile. Ja, selbst gesprengt, sehr effizient. egal, hat aber nichts mehr am Spielergebnis natürlich geändert. Ja, Upkeep, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen, sinkt bei den Amerikanern sehr stark. Es gibt keine Fraktion, die dieses Problem so krass hat wie die Amerikaner. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, dafür gibt es allerdings das Nachschublager. Es gibt 2 Upgrades, die man im Nachschublager kaufen kann und die dieses Upkeep dann wieder erhöhen. Die also diesen Malus wiederum ein Stück weit rausnehmen. Und bei 233, die ich jetzt hatte, ist es durchaus zu überlegen, das zu kaufen. Weil es dann doch mitunter sehr, sehr schwierig wird, auch die Einheiten zu verstärken, wenn man dermaßen geringe Zufuhr an dem Zeugs hat. Ja, hier hat es jetzt auch keine so große Auswirkung mehr gehabt, weil das Spiel ohnehin gewonnen war, weil ich eigentlich auch kaum Einheiten verloren habe. Irgendwo habe ich mal einen Fug bekommen. Das habe ich gar nicht mit registriert jetzt hier während der Aufnahme. Ich habe nur noch 3 Riflemen. Vielleicht war es zu sehen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber auch das hat das Spielergebnis nicht mehr so wirklich in meinem Sinne im Negativen beeinflusst. Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz eine Sache, das wären halt auch so Sachen, also ich wollte jetzt ja nur so ein paar Sachen ansprechen. Das wäre eventuell auch was, was man auf jeden Fall in einem Einsteiger-Video mal erklären würde, also dieses Upkeep-System, weil es wirklich sehr wichtig ist. Egal, das ist ein anderes Thema und da würde ich mich dann gegebenenfalls nochmal dran trauen. Ich bin jetzt hier erstmal weg und wir sehen uns dann direkt mit dem zweiten Spiel wieder. Bis gleich. So, und willkommen beim zweiten Spiel dieser zweiten Runde. Entsprechend jetzt der Seitentausch, der Kollege Helmut tut und was auch immer ist hier drüben als Amerikaner und ich starte hier als Wehrmacht. Ja, bei der Wehrmacht ist nach wie vor irgendwie total improvisierte Build-Order und so weiter. Also ich weiß nicht, da hat sich irgendwie noch gar nichts gesetzt bei mir. Ist alles so ein bisschen, ja, just for fun, würde ich nicht, eigentlich nicht sagen. Mehr so ein bisschen improvisiert. Hier sieht man jetzt klar, dass ich mit dem Volksgrenadier starten will. Ich habe jetzt 290 Manpower, das heißt, ja, so 10, 20 Manpower zu viel. Und dann kommt direkt der Volksgrenadier, das passt also. Gell, Volksgrenadier? Ja. Ich hole mir hier direkt den 10er hier oben. Ich möchte also ein bisschen Treibstoff haben. Ach, Treibstoff. Ja. Ich möchte ein bisschen mehr Munition haben. Warum ist das so? Wenn ich als Wehrmacht relativ viel Munition habe, dann kann ich meinen T1 auf jeden Fall länger spielen. Das liegt einfach daran, dass die Volksgrenadiere diese wunderschöne Panzerfaustfähigkeit haben. Diese, ja, Einwegwaffe für 35 Munition, wo man dann durchaus auch mal im 8 mit zurücktreiben kann, wenn nicht sogar zerstören, wenn man Glück hat. Man kann viele Minen legen
Und ja, das sind eigentlich so die Hauptgründe, warum man das T1 einfach so ein bisschen länger spielen kann, warum man sich ein bisschen weniger Sorgen machen muss, sage ich mal so. Und wenn man realistisch sind, auf T2 kommt man eigentlich als Wehrmacht irgendwie immer. Ha. Und da braucht man sich quasi gar keine Gedanken zu machen. Fuel-lastig würde ich tatsächlich als Wehrmacht eigentlich nur cappen, wenn ich unbedingt T3 spielen will. Dann macht das meiner Meinung nach tatsächlich Sinn. Egal. Volksgrenadier als erste Einheit, Volksgrenadier als zweite Einheit anscheinend. Und hier mal ein bisschen der Vorstoß in der Mitte, mal gucken, was da so abgeht. Schön wäre natürlich, wenn ich den Rifle in einer für mich günstigen Situation abpassen könnte. Und die ist nicht so ungünstig hier. Jetzt müsste ich eigentlich fast stehen bleiben. Genau. Wenn er jetzt in das Haus geht, hätte ich quasi gewonnen. Er hat nämlich jetzt schon auf dem Weg dorthin. Seht ihr das, ja? Moment, lassen ihn noch mal gerade komplett ins Haus gehen. Also, er ist von hier drüben rübergelaufen, die ganze Zeit lang in Bewegung, deshalb eine entsprechend geringere Treffsicherheit, ja? Und bis er in dieses Haus reingegangen ist, hat er fast schon 50% seines Lebens verloren. Ja? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, auch wenn man als Amerikaner auf eine mittlere bzw. kurze Distanz überlegen ist, muss man sich immer gedanklich überlegen, ist es für mich sinnvoll, diesen Angriff, diesen Charge auf die kurze Distanz tatsächlich zu wagen oder stelle ich mich vielleicht einfach hier hin und bekämpfe den Gegner dort? Das ist tatsächlich die Überlegung, die man hier machen muss. Er ist so ein bisschen vorwärts, dann kurz wieder rückwärts, dann hier rüber abgebogen und ja, das Ergebnis seht ihr jetzt hier. Jetzt hat er zwar eine ziemlich gute Position, wir werden jetzt hier sehen, dass alle 5 Riflemen, die noch am Leben sind, hier aus Fenstern rausschießen können auf die für sie günstige Distanz. Ihr seht jetzt auch, dass das Leben bei meinen Leuten durchaus runtergeht, auch wenn ich ebenfalls in einer guten Deckung drin stehe. Allerdings seht ihr auch, dass er schon zu viel Schaden genommen hat, als dass er diesen Kampf hier noch gewinnen könnte. Das sieht er jetzt auch ein, zieht sich jetzt zurück, aber dieser Kampf war tatsächlich sehr, sehr teuer für ihn. Er hat jede Menge Leben bei dem Volksgrenadier verloren, bei dem Volksgrenadier, bei dem Rifleman verloren. Er hat viel Gesundheit verloren, was durchaus auch eine Rolle spielt, denn die kann man ja nicht ohne weiteres wiederherstellen. Und ja, er muss recht viel bezahlen dafür. Ich glaube, 27 Manpower kostet einen Rifle. Ich weiß gar nicht, was ein Volksgrenadier kostet. 22, 24, auf jeden Fall ist er billiger zum Ersetzen. Und gerade wenn wir an das Thema Arbeitskraftzufuhr denken, Upkeep, ist das durchaus ein Thema als Amerikaner, entsprechend darauf zu achten, nicht zu viele Verluste einzufahren. Ja, hier war ja, das weiß ich jetzt tatsächlich noch, ziemlich scheiße. Die haben sich irgendwie nicht wirklich dazu bereit gefunden, sich ordentlich in Deckung zu stellen. Ich habe natürlich den Vorteil, dass ich definitiv zahlenmäßig überlegen bin. Die Kampfentfernung ist für ihn eigentlich ein bisschen günstiger. Aber naja, egal. Dank diesem Fehler, den er hier gemacht hat, gewinne ich diesen Kampf auf jeden Fall. So, jetzt ist er hier auch am Start. Da habe ich mich dann entschieden, glaube ich, meinen Dreimann-Trupp hin umzuleiten. Der sollte damit tatsächlich fertig werden. Wenn der Gegner es gut anstellt, gewinnt er gegen den natürlich. Aber ich habe mal gedacht, komm, das kriegst du schon irgendwie hin. Ich wollte mich da nicht zu sehr stören lassen. Nächste Einheit ist ein Sniper. Ja, extremst nervige Einheit. Das wird einem auch wirklich klar, wenn man als Amerikaner erstmal ein paar Mal dagegen gespielt hat, weil der ist wirklich mitunter ja, schwer auch zu bekämpfen einfach. Möchte man gar nicht meinen, ist aber tatsächlich so. Ja, und hier jetzt, glaube ich, direkt mal ein bisschen stören, den Punkt hier angreifen. Wenn man das macht, dann hat man hier die rechte Seite mit dem 16er direkt abgeschnitten. Und hier sollte, glaube ich, der Sniper versuchen, sich zum Glück kümmern. Ist auch ein bisschen nervig. Ist übrigens auch gerade eine ganz interessante Geschichte, was er hier macht. Dadurch, dass er sich nicht sofort zurückzieht, sondern dass er ein bisschen wegläuft, zwingt er mich dazu, eine Einheit von mir darauf anzusetzen. Mein Sniper läuft jetzt hier hoch. Mein einer Trupp hier ist immer noch damit beschäftigt, diesen Schaden wieder gut zu machen, den er mir zugefügt hat, indem er den Punkt erobert hat. Ich muss ihn zurückerobern. Mit dem Resultat, dass ich hier jetzt in der Mitte einen Gegner gegenüber sehe, der mir ungefähr 3 zu 1 überlegen ist. Und das ist ein bisschen sehr, sehr bitter. Aus irgendeinem Grund, da kommt er hier aber nur mit 4 Mann an. Aber man sieht auch schon, wie viel Schaden die Einheiten im ersten Kampf genommen haben. So, jetzt spielen wir das Spiel ein bisschen andersrum. Ich muss jetzt hier versuchen, so lang wie möglich Zeit zu schinden. Ich wäre an seiner Stelle übrigens gnadenlos gecharged. Hier, ich bin mit allem reingerannt. Gegen den einen Trupp darf man das auf jeden Fall machen. Wir verlieren an Boden. Denn, wie gesagt, mir fehlt in dieser Situation einfach die Kampfkraft. Die ist einfach nicht vorhanden. Ich glaube, ich habe die drei Mann jetzt zurückgezogen. Genau, die werden verstärkt. Das MG ist jetzt auch da. Das werde ich gleich brauchen, um meinen Cutpoint hier zu beschützen. Und ich ziehe mich jetzt auch zurück. Das muss ich tun. Aber ja, ich habe wenigstens ein bisschen Zeit gut machen können.
Und hier sollte ich jetzt mal gucken, dass ich die hier angreife. Das ist so ein bisschen die Albtraumsituation. Als Wehrmacht ist das, ja, geht's noch so halbwegs. Wenn der Gegner jetzt, wenn wir das Spiel auf dieser Seite spielen würden, wäre das ein bisschen bitterer, weil wenn ich hier meinen MG aufstelle, dann ist dieses ganze Ding hier erstmal zu. Dann muss er hier oben rumlaufen. Das kostet natürlich auch eine Menge Zeit. Also auch ein Riesenvorteil. Man spricht dann von diesem Simoa-Pin, den einem der einen im Grunde komplett von der Mitte abschneidet. Deshalb versuche ich das jetzt hier noch, er kommt interessanterweise auch gar nicht. Ich versuche das jetzt hier mit einer Mine ein bisschen abzudecken. Sniper soll natürlich auch schießen, wenn es geht. Und die Volksgrenadiere kommen so schnell wie es geht wieder nach vorne. Hier ein bisschen gepennt. Der hätte sich hier schon aufbauen müssen. Zum Glück hatte ich die Mine schon fertig, weil sonst hätte eine reelle Gefahr bestanden, dass er mir das GMG einfach überläuft. So, den Kampf habe ich jetzt dann doch noch gewonnen. Glücklicherweise, obwohl das gecheckt hat und eingelaufen ist, aber PO-Kämpfe sind halt immer so ein bisschen eine Wundertüte. Grundsätzlich kann man zwar sagen, dass die deutschen Pioniere auf eine ganz kurze Distanz oder eine kürzere besser sind, die Amerikaner auf einer etwas längeren, also quasi genau umgekehrt wie bei dem Rifleman und dem Volksgrenadier. Allerdings spielt auch da wieder die Geschichte mit den Bewegungen rein. Also wenn die Einheiten irgendwie rumspringen, treffen die in dieser Zeit kurz schlechter. Und das kann einfach das Entscheidende sein, was den Kampf dann für oder gegen euch entscheidet. Jetzt hier eine kleine Mine, um zu verhindern, dass er den Punkt sofort wiederholt. Und außerdem hier kann man in der Deckung von dem Haus, da kann er ja nicht durchschießen, weil das Haus eben im Weg ist, wunderbar den Punkt erobern, was ich jetzt denke ich auch noch machen werde. Hier auch noch eine Mine. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Mein T2 kommt, ja, ich will nicht sagen spät. Ja, doch, eigentlich schon. Also die Regel ist ja folgende. Man rechnet immer wie folgt. Man geht immer standardmäßig davon aus, weil das in der Masse der Fälle auch so ist, dass der Gegner vier T1-Einheiten baut und dass er dann sich entscheidet. Das heißt also, entweder er entscheidet sich für eine Bar hier, der Amerikaner, oder für eine M8. Das sind seine beiden Möglichkeiten. Die Bar müsste ich jetzt bald sehen, ansonsten käme der M8. Das könnte etwa bei Minute 8 rum in etwa der Fall sein. Ich habe mich jetzt wie folgt entschieden. Ich habe meine vier Einheiten zusammen. Ich habe mir aber gedacht, hey, ich habe eine Menge Munition. Diese Munition bringe ich auf die Map in Form dieser Minen hier. Und diese Minen sollen mich absichern gegen einen M8. Deshalb bringe ich mein T2 bewusst ein bisschen später und spiele noch eine zusätzliche T1-Einheit in Form dieses Snipers hier. Vor allen Dingen auch, da der Sniper ja eine große Investition in das T1 ist, der kostet 430 Manpower, das ist eine ganze Menge Holz, der will erstmal gebaut werden. Ein Problem ist natürlich, dass der Pionier jetzt hier gesundheitlich nicht mehr ganz so gut aussieht, da muss ich höllisch aufpassen. Wenn da eine Kugel hier von hier drüben irgendwie quer rüberfliegt, dann ist er durchaus mal tot. Muss man also sehr vorsichtig sein. Außerdem könnte ich im Moment für 35 Munition eine Panzerfaust loslassen, das wäre auch eine ganz gute Möglichkeit, den M8 zumindest zurückzudrehen. Bedenken muss man natürlich auch die Map Control, die sieht für mich ziemlich gut aus. Von der Seite ist er abgeschnitten. Ich habe das hier oben, das ist also ganz okay. So, hier den Punkt, den wollte ich noch decappen und dann geht's raus aus dem Kampf. Genau, das MG ist schon aufgebaut. Der Sniper ist auch am Start. Ist er getarnt? Ich will doch hoffen, oder? Ja, ist er. Ist er. Genau, und hier kommt auch noch eine Mine hin. Das ist im Grunde alles mit Minen zugelegt. Hier fehlt vielleicht noch eine. Da hat er auch direkt eine mitgenommen und ordentlich Manpower-Schaden kassiert. Nochmal, wobei das, glaube ich, schon ein Trupp war, der schon beschädigt war, in Anführungszeichen. Fast tot, der Trupp hier. Hat sich also deutlichst gelohnt, möchte ich mal sagen. Und dann sind meine beiden Sniper jetzt auch am Start. Die bewege ich hier rüber, um die Halbtoten hier abzufangen. Ein bisschen gedeckt auch durch diese Mine hier. Das passt also relativ gut. Und jetzt geht mein T2 hoch, was wirklich ein bisschen spät ist, wenn wir mal auf die Uhr gucken, wann der M8 kommen kann, allein unter Berücksichtigung, dass er den Punkt hier hat und dass er sein Treibstoffeinkommen hat. Standardmäßig vom HQ-Sektor, was ja 5 sind, glaube ich. Aber ich nehme es halt wirklich, wie gesagt, in Kauf, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich auch ein paar Minen habe. Das MG sollte ich jetzt langsam mal aufbauen. Hier könnte er jetzt gleich meine Mine auslösen. Bam, genau, noch zwei Mann da. Und ich schieße auf den falschen Trupp, weil ich doof bin. Und deshalb, ja gut, einer Sniper hat noch die richtige Stelle getroffen. Ich versuche jetzt mit dem Volksgrenadier noch reinzugehen und den einen Mann auch noch wegzubekommen. Zumal hier auch ein Stück rote Deckung ist. Und er ist tot. Ja, so muss das sein.
So, da kommt der Bach. Der kommt passend eigentlich. 8 Minuten 28. Ich schenke ihm direkt mal so eine wunderschöne Faust ein. Gleich noch die zweite. Und die meisten Spieler ziehen ihn im 8 jetzt zurück. Beziehungsweise ich kann auch in Kürze direkt eine neue hinterher schicken. Und das heißt, wenn er ihn nicht zurückzieht, was er jetzt gerade nicht mehr tut, auch wenn er ja sehr viel Glück hat und gerade einfach mal 3 Leute innerhalb ganz, ganz kurzer Zeit rausschießt, hat jetzt auch das MG ausgebildet. Und da kommt die Faust und bah, da ist die Bude down. So. Das heißt also, was haben wir jetzt geschafft? Mein T2 war nicht rechtzeitig da, um den M8 abzufangen. Die Pack wird jetzt erst gebaut. Ich habe es allerdings allein durch Panzerfäuste und durch ein bisschen fehlerhaftes Maiko, das muss man dazu sagen, beim Gegner geschafft, das auszugleichen. Und ja, diesen Vorteil, den er von diesem schnellen M8 theoretisch gehabt hätte, der ist jetzt erstmal komplett negiert. Er hat also wirklich gerade diesen Erstschlag-Bonus, der ja immer sehr, sehr bedeutend ist. Genau wie auch bei den Granaten. Die erste Granate ist die wichtigste, da rechnet der Gegner nicht damit. Da macht man in der Regel den größten Schaden. Der ist jetzt hier erstmal verpufft. Und danach müsst ihr bedenken, ist ja auch meine Pack da. Und ich habe immer noch die Minen, die hier überall rumliegen. Also bin ich jetzt eigentlich trotz dieser Manpower-Verluste, die ich dadurch habe hinnehmen müssen, in einer guten Position. Wir müssen ja auch noch bedenken, er hat für die Munition... Er hat Munition ausgegeben für die Schürzen von dem M8 und für das MG. Das ist einiges an Investitionen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schürzen sind, glaube ich, 50. Das MG, 25, kann das sein? Insgesamt 75. Klingt recht plausibel. Kann man, denke ich, mal so annehmen. Genau. Jetzt hole ich mir eine zweite Pack. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich recht viel Munition schon investiert habe. Jetzt auch für die Fäuste. Ich habe also nicht direkt die benötigte Munition für einen Panzerschreck. Und ja, deshalb an der Stelle einfach mal zwei Packs. Ja, außerdem versuche ich ein bisschen die Map zu erobern. Jetzt fehlen mir natürlich die Volkskanadiere, die könnten jetzt wunderbar diesen Punkt cappen, gedeckt von dem MG. Geht dann halt nicht, wenn die Jungs tot sind. Hier sind die Sniper in Action. Das wird wirklich sehr, sehr teuer. Das ist unglaublich nervig für den Amerikaner. Und da kommt natürlich jetzt hier sofort der Retreat bei den Snipern, denn der Kollege hat hier einen HT am Start. Jetzt sieht man auch, wie wichtig das zweite AT ist, beziehungsweise wie glücklich die Entscheidung für den zweiten Pack war. Denn er kommt jetzt tatsächlich hier unten lang. Und da ist auch irgendwas drin. Wenn keine Einheiten drin wären, hätte das Ding kein MG oben drauf. So, die Pack ist in Position. Die Volksgrenadiere sind auch am Start. Ein Schuss noch und das ist weg. Genau, das sind allerdings Riflemen, die da drin sind. Ein paar sind auch gestorben im Zuge dieser Aktion. Und ja, ich weiß nicht, wo er genau jetzt, was das Ziel war von dieser Aktion. Wenn es Flammenwerfer gewesen wären oder wenn er Demo-Charges verstärkt, das heißt also diese Dinger, wo wir die Gebäude mitsprengen können, hätte ich es verstehen können, aber mit zwei Riflemen mit einem HT in die Basis fahren, damit werdet ihr nichts erreichen. Da kann, ich meine, zur Not, wenn alle Strecke gerissen wären, ich habe 3 CPs, jetzt hat er leider die Mine auf dem Retreat geräumt, dann wäre ich einfach Dev gegangen, dann hätte ich diese MGs auf die Häuser bekommen. Und dann wäre das Ganze auch zum Scheitern verurteilt gewesen. Ja, stattdessen bekomme ich jetzt ein bisschen zusätzliche Munition. Das ist auch in Ordnung. Und ich werde mit dem einen Volks hier unten den Punkt cappen. Ich bewege die Pack und den Volksgrenadier nach hier oben. So, Sniperchen, wo seid ihr denn? Genau, wieder auf dem Weg in die Mitte. Das passt eigentlich ganz gut. Da ist auch noch die zweite Pack, die das abdeckt. Hier kann er ja nicht durchrushen. Und ansonsten wird er vor die Rohre der Pack fahren. Sieht also wieder mal sehr gut aus, würde ich sagen. Jetzt kommt auch der T3-Tag. Ich könnte dann auch noch T4 direkt hinterher schieben, was ich auch mache. Passt eigentlich ganz gut soweit. Hier soll es noch eine Mine werden, um den Punkt zu beschützen. Wenn man die Munition hat, immer her damit. Ich könnte sogar noch viel mehr Minen legen. Ich könnte mir auch einen Goliath leisten. Ich finde auch, es werden viel zu wenig Goliaths gebaut. Ich baue auch zu wenig Goliaths. Sollte ich eigentlich öfter machen. Das sind ziemlich coole Geräte eigentlich. Ja, was ein bisschen fehlt, ist, ja, dass er so ein bisschen auch versucht, mir die Map streitig zu machen. Am Anfang war das sehr gut. Wir haben, erinnert euch, was ich erzählt habe, welche Folgen es hatte, dass er allein diesen Punkt hier erobert hat. Welche negativen Folgen. Und das hat er danach gar nicht mehr gemacht. Es kam eigentlich kein wirklich so richtig ernst gemeinter Angriff mit den Riflemen mehr. Der erste M8 ist verpufft, das HT war für die Füße und jetzt hat er mir gezeigt, dass er Tankdog gewählt hat auf die linke Seite. Da kann er jetzt mit dem M8 hier den Punkt erobern. Was ziemlich gut für mich ist. Denn die erste ernstzunehmende Gefahr, die mir jetzt erwachsen könnte aus seiner Doktrin, war alles der Pershing und der wird wahrscheinlich noch eine ganze Ecke weit weg sein. Das heißt also, ich bin in einer ziemlich komfortablen Situation.
Ja, pack es hier am Start. Dooferweise kann sie jetzt nicht schießen. Ich pack sie jetzt mal hinter dem Haus hier. Die müssen dann leider nach Hause gehen. Und ich könnte mir auch in Belda ein T4 leisten. Ansonsten beginne ich jetzt hier langsam mal auch die Map hier drüben wegzunehmen. Wenn er da nicht kommt, kein Problem für mich. Das hier hätte eine durchaus ärgerliche Situation werden können. Das ist ein bisschen ähnlich zu der Situation, die wir vorhin in dem anderen Spiel hatten, wo ich seine Park mit den Driflemen leer gemacht habe. Hätte er das jetzt gemacht, wäre ich in einer deutlich schlechteren Position gegenüber den M8 gewesen. Glücklicherweise hat er das aber nicht gemacht und sich hier für das Cappen entschieden. Jetzt können die Sniper wieder eine Menge Manpower-Damage machen. Insgesamt 13 Kills am Start, das ist eine ganze Menge. Das könnt ihr mal 27 rechnen, dann wisst ihr, was ihm das gekostet hat. Ja, jetzt erobert er wieder den Punkt. Ja, ich weiß nicht. Wirkt alles so ein bisschen profund. Ja, jetzt hier schön abgetarnt. Man möchte vielleicht nicht unbedingt schießen, wenn man in roter Deckung steht. Es sei denn, der Gegner zieht sich zurück, dann kann man das durchaus anbieten. So. Ja, jetzt gilt es halt mit den Packs irgendwie den der Macht zu erwischen. Die rechte Seite gehört fast vollständig mir und ich denke, das nächste wird dann auch das Tankdepot sein. Den Outpost, die haben wir ja schon zusätzlich. Auch daran sieht man wieder, dass es mir eigentlich ganz gut geht. Ich habe ziemlich viele Ressourcen. Und da ist das Ding auch weg. Da haben es dann die zwei Packs gemacht. Einfach mal auf Verfolgungskurs geschickt. Ich wusste ja, dass die Riflemen eher in der Mitte sind. Und da hatte ich auch damit gerechnet, dass er da, glaube ich, ankommt. Weshalb hatte ich das MG hier geparkt? Ja, jetzt geht das Tankdepot hoch und es sieht nach wie vor ziemlich gut aus. Da liegt der neue Mine, das ist wirklich so ein klassischer Spot. Hier ein bisschen zutraten einfach, damit er diese Deckung nicht nutzen kann. Kann man eigentlich immer ganz gut anbieten. Wenn man nichts zu tun hat, sage ich mal. Oder besser gesagt, wenn man mit dem Volksgrenadieren nichts anderes zu tun hat, denn die haben ja diese Fähigkeit. Doktrin habe ich nach wie vor keine gewählt. Ich brauche auch überhaupt keine. Wobei ich allgemein finde, dass man als Wehrmacht ein bisschen mehr ohne eine Doktrin spielen kann. Jetzt haben wir Bars. Ich weiß gar nicht, wie viele Riflemen er hat, aber wenn es 4 waren, ja, okay, warum nicht? Ich habe jetzt hier eine MP40 ausgewählt. Jetzt sehen wir gleich mal den Schaden von der MP40 sehen. Ich hau zusätzlich noch eine Health-Package. Die Sniper sollten jetzt ranmarschieren und versuchen, den von hinten reinzuhauen. Da sollte das MG eigentlich auch bekommen, um ihn zu decken. Wir haben jetzt folgende Situation. Er hat Basepression reingehauen. Ich stehe hier schon zu lange in Deckung, als dass er mich suppressen könnte. Das heißt, wie lange man in Deckung steht, spielt durchaus auch eine Rolle. Er kann mich nicht angreifen. Wenn er jetzt hier angreift, dann stirbt er einfach nur. Weil die maximale, optimale Reichweite, besser gesagt, für meine MP40 ist etwa hier. Durch das Heal bekommt er mich auch aus der Entfernung nicht tot. Folge davon ist halt, super tolle Situation für mich. Ich habe insgesamt einen Volksgrenadier verloren und er hat einfach eine Menge Manpower dabei in den Sand gesetzt. Hier, das ist natürlich ein sehr, sehr unglücklicher Schuss aus meiner Sicht. Hat tatsächlich einen E-Gunner erwischt. Ich schiebe jetzt hier die Volks hin, um die Sniper ein bisschen abzudecken. Dadurch bekommt er das MG nicht. Er hat wieder 3 Mann verloren und kann im Prinzip schon wieder nach Hause gehen. Ja. Wieder kein geglückter Angriff. Wieder ein Angriff, der mit einem Vorteil für mich ausgegangen ist. Zumal ich auch seine Pack abgegriffen habe, was ziemlich geil ist. Denn die würde mir natürlich Bauchschmerzen bereiten, wenn jetzt gleich mein Panzer 4 kommt. So, hier mit beiden... Da kam endlich mal ein bisschen Harassment, das vermisse ich schon die ganze Zeit lang. Super wichtig, dass man als Amerikaner den Wehrmacht dauernd nicht zu seinen Gunsten, zu seinen Bedingungen in seiner Position angreift, sondern dass man stattdessen hingeht und auch mal irgendwie stört, einen Cut-Off capt, Punkte im Hinterland capt und so weiter. Wirklich unglaublich wichtig. Sollte man fokussieren, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Ja, jetzt habe ich mittlerweile 3 Panzerabwehrkanonen, was ziemlich viel ist und ziemlich geil ist. ich glaube, ich könnte auch noch ein paar Ritterkreuzträger jetzt ausbilden, genau. Die sind eigentlich immer ziemlich gut. Ohne Wett sind sie natürlich nicht so stark wie mit Wett, keine Frage. Aber sie sind immer noch gute Einheiten. Auf der Map gibt es auch recht viele Deckungen. Die kann man durchaus mal spielen. Und was soll ich mit der Manpower sonst anfangen, ja? Also warum keine Ritterkreuzträger? Kann man ruhig mal anbieten. Ich glaube, da bin ich auch nachgefragt worden, warum ich einen Ritterkreuzträger gebaut habe. Ich kann halt, Panzer geht halt noch nicht, ne? Also... sind nicht die Ressourcen dafür weiter am Panzer. So, da werden wir uns jetzt wahrscheinlich dann doch irgendwie mal zurückziehen müssen. Hier ist glücklicherweise auch der Panzerblob. Naja, das ist halt einfach ein Blob. Das sieht man auch an der Tat daran, wie der sich bewegt. Dass er einfach, dass es einfach nur ein Rahmen ist, der da gezogen ist. Und dann ist hier hingeklickt worden, dann laufen die ein.
Und stellt euch vor, hier hätte jetzt einen MG gestanden, der hätte alle Einheiten gepinnt. Und genau aus diesem Grund teilt man seine Einheiten auf. Wo habe ich denn bitte den Feuersturm hingesetzt? Ach, da hat er aber gut gesehen. Kann man, denke ich mal, nicht sagen. So, Ritterkreuzer sind am Start. Ich denke mal, KKZ kommt gleich. Genau, ist schon im Bau. Passt also soweit. Wenn er Stickies hat, dann darf er hier durchaus noch mal eine dran werfen. Man muss das natürlich taktisch machen, weil wenn er jetzt hier eine Sticky dran wirft, dann hat er einfach nur Geld verschwendet, nämlich 25 Munition in dem Fall. Das repariere ich dann mit meinen beiden Pionieren ruckzuck weg und das war's, ja. Oh, sehr schön. Voll Unit Kill, hab ich gar nicht mitbekommen. Coole Sache. Also, das wäre Verschwendung an der Stelle, eine Sticky dran zu werfen. Und entsprechend entspannt würde ich dem auch entgegensehen. Das nehme ich quasi, oder nehme ich einfach nur gerne mit. So, die Pioniere wieder nach vorne. Genau, das nächste wäre dann Wett. Wir haben noch einen zweiten Panzer 4 allerdings vorher, was durchaus okay ist. Volks sind auch mit am Start. Die Ritterkreuzzähler, allerdings hier wird nichts haben wir im Fuck. Die dürfen auf jeden Fall rauskommen. Alles andere wäre dann schon irgendwie unverschämtes Glück. Wo ist denn der dritte Mann vom MG? Okay, da steht ein bisschen bescheuert hier vor. Na egal. Ja, also das ist wirklich ziemlich gut abgesichert jetzt, da durchzukommen. Das wird dann wirklich schwierig. Auch mit dem Panzer, wenn ihr einen Panzer vorfährt, der fängt sich erstmal zwei Packschüsse, einer davon aus der Tarnung raus, mit dem Penetrationsbonus. Das ist schon ein bisschen bitter, würde ich mal sagen. So, ich denke mal, jetzt gibt es gleich die Panzer, genau, Panzerwett. Und da auch mal ein Goliath. Eigentlich eine ziemlich coole Waffe. Habe ich das schon erwähnt? Baut mehr Goliaths. Gerade wenn der Gegner bloppt, natürlich. Jo, und das wird, denke ich mal, ein Rap-Bunker, genau. Und da lohnt sich fast schon ab einem Panzer. Ja, ab einem Panzer ist vielleicht ein bisschen früher, aber ab zwei Panzer spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, einzubauen. Kommt natürlich immer auf die Situation an, aber in dem Fall stehe ich so gut da. Warum sollte ich es nicht tun? Ihr seht, also mir gehört eigentlich fast schon irgendwie wieder alles. So, und da kommt der Gegner. Mit all seiner Macht. Und all seinen Einheiten. Hier gerade auf den Rückwärtsgang. Wenn er wegläuft, fahre ich natürlich wieder vor. Gar kein Problem. Also mal recht flexibel. Wo habe ich den Goliath geparkt? Ich glaube hier irgendwie, ne? Genau, hier schöne Deckung, wenn er da langkommt. Bam, bam, bam. So, Sniper sind auch hier vorne am Start. 13 und 19 Kills, das ist ziemlich cool. Genau, hier oben hat er wieder einen recht schlechten Stand gegen die MP40 Volks. Das sieht man jetzt auch, auf, dass die auf dieser Entfernung durchaus ganz gut wegschnetzeln, wobei das der äußere Teil der effektiven Reichweite sein dürfte. Und natürlich nicht in Bewegung, ja. Ich habe stillgestanden, das ist sehr wichtig dabei. Doch ein bisschen Schaden gemacht, er muss ja irgendwie eine Pack am Start gehabt haben, ne? Ja, Tarn wäre auch mal ganz gut. Ich krieg das Sniper und Micro krieg ich im 1 gegen 1 gar nicht. Im 2 gegen 2 geht's, aber im 1 gegen 1 ist wirklich brutal. Brutal schlecht. Genau, Pack kommt auch mit vor, also ich wollte dann langsam da rangehen, die Basis zu zerstören. Nicht hier in der Mitte, aber wirklich von dieser Seite aus. Und da sind die Packs, 2 sind sogar. Geil ist natürlich, ich habe 2 Sniper. Bei den Packs, beziehungsweise in den Waffenplattformen allgemein ist die Besonderheit, die Besatzung ist eigentlich 3 Mann, wenn er 2 Mann tötet, fällt der letzte automatisch um. Das heißt also, 2 Schüsse reichen dafür den ultimativen Erfolg, wenn man so möchte. So, jetzt kommen, glaube ich, noch ein paar Blitznails. Ich würde jetzt Blitznails werfen, genau. Und weil ich bin, mache ich das auch. Das ist halt auch das Schöne daran, wenn der Gegner so am Blocken ist. Hier muss ich mich jetzt allerdings zurückziehen, wenn ich keinen Funk kriegen will. Bah, was für ein Treffer von dem Panzer 4. Das war, glaube ich, sogar der Full-Unit-Kill bei den Flammenwerfern. Da ist die ganze Einheit ausgefallen. Ziemlich cool. Feuersturm hätte ich jetzt auch am Start. Das heißt also, selbst wenn er hier noch irgendwie eine Pack hat und die ich mit meinen 2 Snipern nicht leerräumen können, sollen, tun, machen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann bekommt er einfach einen Feuersturm. Der kommt jetzt auch. Und dann ist der Drops auch gelutscht. Es sind so nur noch 4 VP oder wie das heißt. Das heißt, auch von der Seite her kann jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr passieren. Ja. 12 VP abgegeben. Ich denke mal, das ist von meiner Seite aus recht okay. Kann man so anbieten.
Ja, und das war die Runde 2. Auch wieder relativ einfach, aber ich muss ganz klar dazu sagen, also zumindest teilweise oder in der frühen Phase des Spiels ist bei mir wirklich immer eine extremste Unsicherheit. Und das fängt wirklich schon mit der Frage an, was mache ich mit meiner allerersten Einheit? Wo stelle ich die hin? Denn gerade das ist ja für das ganz, ganz frühe Spiel, so diese erste Begegnung mit dem Gegner, ist das oft das Entscheidende. Wo steht meine Einheit? Wie steht die gegnerische Einheit? Laufe ich womöglich irgendwie in den Gegner in eine unvorteilhafte Situation rein, fängt er mich dann ab und dadurch bedingt verliere ich diesen ersten Kampf, muss dann zurück. Das sind alles solche Sachen und da muss ich auch ganz klar sagen, dass ich so jemand bin, der tatsächlich immer denkt, ja, ich möchte das Spiel eigentlich nach einer recht geringen Zeit in der Tasche haben und ich hasse es einfach, mich zurückzukämpfen zu müssen. Kriege ich nicht wirklich gut hin. Und das werden wir dann später jetzt auch noch in der nächsten Runde sehen, dass das tatsächlich ein Problem für mich ist. Aber bis dahin verabschieden wir uns erstmal hier aus der Runde 2, die auch mit einem 2 zu 0 für mich geendet hat. In diesem Sinne, ciao, ciao.